Liebe Schwester im Islam, an Amir Mu'minin Abi Hafs Umar al-Khattab radiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلا ما هاجر إليه. Dieser Hadith wird von Bukhari und Muslim überliefert, vom Amir al-Mu'minin Umar al-Khattab radiallahu anhu. Dieser Hadith, den ich gerade erwähnt habe, ist der erste Hadith in den Arba'in Nawawi, in den 40 Hadithen von Nawawi, der erwähnt wird. Und die Gelehrten sehen diesen Hadith als unheimlich, unheimlich wichtig an. Zum Beispiel, Sheikh Uthaymin rahimullah schreibt in seiner Erklärung von den Arba'in Nawawi, Hadani Hadithani, also diese beiden Hadith, und damit meint er Hadith innamal amalu binyat und Hadith man amila amalan laysa li amruna oder man ahtatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawrat, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, wer in diese unsere Angelegenheit in der Religion etwas einführt, was nicht dazu geführt, so wird es abgelehnt. Er sagt yajma'ani, also diese beiden Hadith yajma'ani din kullah. Also die sammeln, die vereinen die ganze Religion. Warum ist das so? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَ حُنَفَى. Ihnen wurde nichts anderes befohlen, als Allah alleine aufrichtig zu dienen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا خَلَقْتُ Surah 51, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und die Ibadah wird nur akzeptiert mit zwei Bedingungen. Erstens, Ikhlas lillah, Aufrichtigkeit für Allah, dass die Niyya, die Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und zweitens, bi mutaba'ati rasulillah, indem man dem Propheten alayhi salatu wasalam folgt. Dann beispielsweise Imam Shafi'i sagt, هذا الحديث ثلث العلم. Dieser Hadith ist ein Drittel des Wissens. So wichtig hat er diesen Hadith gesehen. Und etwas Ähnliches hat auch Imam Ahmed dazu gesagt. Er sagte, أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. Die Grundlagen des Islam stehen auf drei Hadithen. إنما الأعمال بالنيات. Wahrlich, die Taten sind entsprechende Absichten. Und jedem gebührt das, was er beabsichtigt hat. Der Hadith, den wir gerade genannt haben. Der, dessen Auswanderung, damit ist die Auswanderung damals von, das ist nur ein Beispiel jetzt. Ne? Also dieses innamal amalu biniyat, die Taten sind entsprechend Absicht. Das heißt, die Tat, den Lohn für die Tat kriegst du entsprechend deiner Niyya, deiner Absicht. Das heißt, und jetzt gibt er ein Beispiel dafür, der dessen Auswanderung von Mekka nach Medina für Allah und seinen Gesandten waren, für Allah, das heißt die Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala, für seinen Gesandten ist hier gemeint, um seiner Sunna zu folgen, um seinem Befehl zu folgen, etc., um ihn zu verteidigen. Ja? Dessen Auswanderung war für Allah und seinen Gesandten. Das heißt, er hat den Lohn auch für seine Tat von Allah zu erwarten. Und der, dessen Auswanderung war für die Dunya, zum Beispiel, der will Tijara machen, handeln oder für eine Frau, um sie zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, was er erwartet hat. Das heißt, er hat die Niyya gehabt, die Absicht gehabt, die Auswanderung für Allah zu machen, dass er den Lohn bekommt, kriegt den Lohn von Allah. Der andere hat die Auswanderung, die Absicht, das zu machen, aber sein Gedanke ist, er möchte, das heißt, es ist derselbe Weg, der Weg ist derselbe. Der Weg ist von Mekka nach Medina, ungefähr wie viele Kilometer? Ungefähr 500 Kilometer. Der Weg ist ungefähr dieselbe, die Zeit ist ungefähr dieselbe, aber der eine kriegt wegen seiner Niyya den Lohn, der gewaltige Lohn nämlich, was war der Lohn von der Hijra? Dass alle Sünden verziehen werden. Und der andere, der kriegt auch seinen Lohn, entsprechend Absicht. Was ist sein Lohn? Dass er was von der Dunya bekommt, beziehungsweise die Frau heiraten kann. Aber er hat dann keinen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala zu erwarten. So, das heißt, nochmal, Usulul Islam ala thalathati ahadith, Imam Ahmed. Der Hadith, den wir gerade genannt haben, dann
Man ahtatha fi amrina hadha ma laysa minhu fi rat. Wenn dieser unsere Angelegenheit etwas hineinführt, ja, einführt, erfindet, wird von ihm abgelehnt. Und der dritte Hadith, in al-halal bayyin wa in al-haram bayyin. Wahrlich, das, was erlaubt ist, ist klar, und das, was haram ist, ist klar. Der Hadith kann jeder nachlesen, damit wir nicht jetzt zu sehr in den anderen Hadith hineingehen. Das sagt Imam Ahmed. Da sagt Imam Ahmed, wie gesagt, Usulul Islam ala thalathati hadith. Abdurrahman ibn Mahdi, einer der großen Gelehrten, sagt, wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich jedes Kapitel in dem Buch mit diesem Hadith beginnen. Und er sagt, wenn jemand ein Buch schreibt, soll er mit diesem Hadith beginnen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Gelehrte ihr Buch begonnen haben, wenn sie ein Buch geschrieben haben, mit diesem Hadith begonnen haben. Ganz bekannt, natürlich gerade das Buch, was wir gerade erwähnt haben, Arba'in Nawawiyah, die 40 Hadithe von Nawawi. Aber noch bekannter, Sahih al-Bukhari. Der erste Hadith in Sahih al-Bukhari ist Innama al-Amalu biniyat. In welchem Kapitel? Al-Wahi, die Offenbarung. Und danach wird erwähnt, obwohl der Hadith eigentlich nichts mit Offenbarung zu tun hat. Der Hadith würde eigentlich passen in Ikhlas oder, ja. Aber trotzdem hat er hiermit angefangen. Das haben viele Gelehrte. Umdat al-Ahkam. Erster Hadith auch, dieser Hadith. Was wollten die Gelehrten damit machen? Die Gelehrten wollten damit zeigen, wie so ein Tanbih, so eine Auferweckung. Wenn du dieses Buch liest, wenn du dieses Buch erklärst, achte auf deine Nia. Und bei Bukhari geht es sogar noch etwas weiter, worauf ich jetzt nicht eingehen will bei der Kürze der Freitagspredigt. So, hier kommen wir erstmal zu dem ersten Aspekt, der mit der Nia zu tun hat. Denn es gibt verschiedene Aspekte, die mit der Nia zu tun haben. Ein Aspekt ist beispielsweise, dass ich das aufrichtig mache. Wer ist der Maqsud, den ich beabsichtige mit meiner Tat? Mache ich das, damit die Leute das sehen und mich loben? Also sind die Leute indirekt beabsichtigt? Oder mache ich das rein für Allah? Die zweite Sache ist, dass man die gottesdienlichen Taten voneinander unterscheidet. Ja. Das dritte ist, dass man Adat, Bräuche von gottesdienlichen Taten unterscheidet. Das ist hier der Punkt. Ja? So, und fangen wir an mit Riya, mit Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist erstmal der erste Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass ich etwas nur für Allah subhanahu wa ta'ala mache. Denn der Hadith, wenn wir uns den genau angucken, wird das nicht direkt erwähnt. Es wird einfach nur gesagt, die Taten sind entsprechende Absichten. Aber der Prophet alayhi salatu wasalam, und das ist eine wichtige Regel, liebe Geschwister, die ich immer, immer wieder allen Geschwistern mit auf den Weg gebe. Wenn es eine Diskussion über den Islam gibt, sammelt alle Hadithe zu einem Thema und alle Beweise, Hadith und Ayat, zu einem Thema zusammen und kommt dann mit eurer Schlussfolgerung. Ibn Taymiyyah, rahimullah, hat gesagt, Alul Sunnah yastadilun thumma ya'takidun. Alul Sunnah, sie nehmen die Beweise und dann glauben sie. Und Alul Bida, die glauben erst und dann suchen sie einen Beweis. Sie picken sich irgendetwas raus. Das ist eine ganz, ganz wichtige Regel. Deswegen, wir nehmen alles zusammen. Der Prophet a.s. sagt zu euch, zu uns, Akhwafu ma akhafu alaykum shirkul asgha. Das, was ich für euch am meisten fürchte, ist der kleine Schirk. Und da fragen die Sahaba, was ist der kleine Schirk? Sagt er, Riya, diese Angeberei. Der Prophet alayhi salatu sagt, das ist das, was ich am meisten für euch fürchte. Zu dir, zu mir, zu uns allen. Und in erster Linie hat er das zu wem gesagt? Zu den Sahaba. Der Prophet alayhi salatu salam, das zu den Sahabern sagt, wie ist dann erst mit uns? Und dann sagt der Prophet a.s.
Die ersten drei, mit denen die in die Hölle geworfen werden, beschreibt er, ist ein Mann, der war Mujahid. Und er wird vor Allah gebracht am jüngsten Tag. Und Allah zeigt ihm alle Gnadengaben, die er ihm gegeben hat. Und er gibt zu, dass er die bekommen hat, also dieser Mann. Und da sagt er, dann sagt Allah zu ihm, was hast du dafür getan? Überleg mal, ein Mujahid. Wo die Leute gesagt haben, boah, der ist für Allah ausgezogen, der hat für Allah gekämpft, der ist für Allah gestorben, der ist Shahid geworden. Wo alles, was du gesehen hast, war für dich, boah, krass. Dann sagt er, ich habe für dich gekämpft. Und bis ich Shahid geworden bin. Dann sagt Allah zu ihm, kadhabt. Du lügst, du hast gelogen. Du hast gekämpft, damit die Leute sagen, mutig, tapfer und wurde schon gesagt. Und dann wird er in die Hölle reingeschleudert. Überleg mal, wie krass. Das heißt, die Tat, wo er vielleicht gedacht hat, das ist die Tat, die Tijara, wie, so, wie gesagt wird, die ihn ins Paradies gebracht hat, ist die Tat, die durch die Nia, durch die Absicht schlecht geworden ist. Weil du damit praktisch diese Tat entstellt hast. Weil du sie gemacht hast für deine eigenen Nefs. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der nächste ist ein Mann, der war ein Gelehrter und ein Qari und ein Leser vom Koran. Und Allah zeigt ihm seine Gnadengaben, die er ihm gegeben hat. Und er gibt das zu, dass er die bekommen hat. Er sagt, was hast du dafür getan? Dann sagt er, ich habe das Wissen gelernt und gelehrt und habe den Koran gelesen. Dann sagt er, du hast gelogen. Du hast es gemacht, damit die Leute sagen, Gelehrter. Und du hast den Koran gelesen, damit die Leute sagen, Kare, Mukre. Einer, der den Koran liest, dann wird er in die Hölle geworfen. Der nächste ist jemand, überleg mal, das ist derjenige, wo du denkst, boah, was für eine, MashaAllah, möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Die besten Taten können zu den schlechtesten Taten werden, nur durch die Nia, nur durch die Absicht. Ganz gefährlich. Der dritte ist einer, der hat gespendet. Kennt ihr so? Leute, das ist vielleicht irgendjemand, möge Allah uns bewahren, möge Allah uns bewahren. Der bekannt ist als derjenige, der überall sein Geld ausgibt. Und Allah zeigt ihm wieder die Gnadengabe und er sagt, was hast du dafür getan? Er sagt, oh Allah, ich habe überall, wo man spenden konnte, habe ich für dich gespendet. Und dann wird gesagt, du hast gelogen. Du hast das gemacht, damit die Leute sagen, großzügig. Es ist so gefährlich. Es ist so gefährlich. Und der Shaitan ist trickreich. Trickreich. Ja? Er kommt so auf diese Art und Weise. So, warum jetzt Sufyan al-Thawri sagt, ich habe nichts geheilt oder so eine Therapie gegeben, was für mich schwieriger war als die Nähe. Sufyan al-Thawri, der große Gelehrte. Das heißt, es war schwer, selbst für einen Imam, der so viel Wissen hatte. Warum ist das so schwer? Warum? Wisst ihr warum? Weil die menschliche Seele den Lob liebt. Die menschliche Seele liebt den Lob. Man mag den Lob. Das Problem ist auch nicht, gelobt zu werden. Das Problem ist, für den Lob zu arbeiten. Denn der Prophet sagt, dies ist die zügige Bushra für einen Mu'min. Und warum mag der Mensch das? Wir sind sozusagen Wesen, Lebewesen, die in einer Gesellschaft leben. Umso mehr Anerkennung du in einer Gesellschaft hast, umso mehr weltliche Vorteile hast du auch. Du kannst leichter heiraten, du kriegst vielleicht einen besseren Job. So, deswegen ist das bei uns verankert, dass wir Lob mögen. Aber hier ist das Gefährliche. Man muss wissen, wie man sich davor befreit, eine Tat zu machen, die eigentlich für Allah subhanahu wa ta'ala sein soll, dass man sie macht mit der Absicht für die Menschen. Denn die Tat wird nicht akzeptiert. Und nicht nur, dass die Tat nicht akzeptiert wird oder der Lohn verloren geht, sondern du kriegst auch noch eine gewaltige Sünde aufgeschrieben.
Der Prophet a.s.w. sagt, dass Allah sagt, Anna arna shurakai an shirk man amila amalan ashraka fi ma ghairi taraktu wa shirkahu. Ich bin erhaben darüber, ja, über Teilhaber in meinem Gottesdienst. Wer also eine Tat macht und gesellt mir dabei jemanden bei, so verlasse ich ihn und seinen Schirk. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Angelegenheit. So, wie kann man hier seine Seele reinigen? Wie kann man hier gegen vorgehen? Nummer 1 ist Dua. Dass man Dua macht. Eine ganz bekannte Dua, die der Prophet häufig gemacht und uns beigebracht hat. Und wirklich, wir sollten die eigentlich jeden Tag mehrmals machen. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa na'alam wa astaghfiruka lima la a'lam. O Allah, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Zuflucht davor, dass ich dir jemanden beigeselle, während ich es weiß. Und bitte dich um Vergebung für das, was ich nicht weiß. Wenn wir uns diesen Hadith anschauen, diese drei, die wir eben hatten, die vor Allah stehen, die waren anscheinend überzeugt, dass ihre Taten akzeptiert worden waren. Die waren anscheinend überzeugt davon, wenn wir den Hadith lesen, ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand den jüngsten Tag erlebt und auferweckt wird und dann denkt, er könnte Allah belügen, im Sinne von absichtlich belügen. Er hat sich selber belogen. Er dachte tatsächlich, diese Taten wären für Allah subhanahu wa ta'ala gewesen. So gefährlich ist das. Warum? Weil der Scheitan hier reinkommt. Du fängst an mit einer guten Tat und dann kommen die Leute und sind dich am Loben. Und beim nächsten Mal, wo du diese gute Tat machst, fängst du an unterbewusst diese Tat zu machen und hoffst danach wieder diesen Lob zu bekommen. Und so geht das immer weiter, bis du dann irgendwann wütend wirst, dass du den Lob nicht mehr bekommst. Und deswegen ist das so ist diese Sache so gefährlich. Das erste ist Dua, wie ich die gerade genannt habe. Dann, wenn man gelobt wird, was soll man sagen? Da wird überliefert, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunun. O Allah, bestrafe mich nicht, ziehe mich nicht zur Rechenschaft für das, was sie sagen und mach mich besser, als sie denken und vergib mir, was sie nicht wissen. Mach mich besser, als sie denken und vergib mir, was sie nicht wissen. Dadurch hast du direkt diese Bescheidenheit. Dua. Zweitens, man muss mit sich selber abrechnen, man muss sich selber beobachten. Wenn du merkst, dass die Nefs immer größer wird und dir der Hut nicht mehr passt, denk an deine Fehler, an deine Sachen, die du nicht machst. Wie oft warst du letzte Woche? Sag, Seele, komm mal her, Nefs, komm mal her. Wie oft warst du letzte Woche in der Moschee? Wie viele Seiten vom Koran hast du in der letzten Zeit auswendig gelernt? Wie viel hast du vom Koran gelesen? Wie viel hast du da, wie viel Sunna-Gebete hast du am Tag gebetet? Dass man sich immer wieder klar wird über seinen Mangel. Dritte Sache ist, man muss sich immer den Maßstab nehmen mit anderen Leuten. Mit Leuten, die stärker waren, die besser waren. Von Abu Bakr wird überliefert, dass er gesagt hat, überleg mal Abu Bakr, überliefert, dass er gesagt hat, ich wünschte, ich wäre ein Bäumchen in Falat, einem freien Platz, wie so eine Wüste, kleines Bäumchen, und würde von einem Kamel gegessen werden und würde dann von dem Kamel ausgeschieden werden, sodass es keine Abrechnung gibt. Keine Abrechnung. So eine Angst hat Abu Bakr, radiallahu anhu, vor der Abrechnung. Abu Bakr. Umar al-Khattab sagt, wenn gesagt werden würde, wenn alle Menschen versammelt werden am jüngsten Tag, so gesagt werden, alle gehen ins Paradies, außer einer. Ich hätte Angst, dass ich derjenige bin, der nicht ins Paradies geht. Ja. Dann gab es einen gewissen Rabi', einer von den Tabi'in. Ibn Mas'ud hat zu ihm gesagt, wenn der Prophet a.s.w. dich gesehen hätte, er würde dich lieben. Er sagte, radiallahu anhu, wenn unsere Sünden gestank hätten, könnte keiner mit uns zusammensitzen.
Das sind die Dinge, über die man nachdenken muss. Und die vierte Sache, die ganz, ganz wichtig ist, dass man das Jenseits verinnerlicht. Dass man das und liebe Geschwister, das ist sehr, sehr oft nicht so einfach. Wir lassen uns ablenken. Wir müssen das Jenseits immer wieder verinnerlichen. Es ist so wichtig, das Jenseits zu verinnerlichen. Denn wenn wir das Jenseits nicht verinnerlichen, denn das ist das A und O. Schaut mal, was Aisha radiallahu anha gesagt hat. Wenn das Erste gewesen wäre, was vom Koran herabgesandt worden wäre, gewesen wäre, ihr sollt keine Sina begehen, Wallahi, die Menschen hätten weiter Sina gemacht. Und wäre das Erste, was vom Koran herabgesandt worden wäre, gewesen, ihr sollt keinen Alkohol trinken, die Menschen hätten weiter Alkohol getrunken. Aber was ist passiert, als Alkohol verboten wurde? Sie waren noch Alkohol am Trinken, es wurde gesagt, es ist verboten, sie haben es sofort ausgeschüttet. Keine Diskussion. Warum? Sagt Aisha, weil das Erste, was vom Koran herabgesandt worden war, war was? Über den jüngsten Tag, über Paradies und Hölle. Bis das in das Herz hineingegangen ist und dann kam Halal und Haram herab. Also dann wurde sich auf Halal und Haram konzentriert. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die daran festhalten und seine aufrichtige Absicht geben. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Liebe Geschwister, ich habe schon gesagt, das ist ein Aspekt, der mit der Niyyah zu tun hat. Was sind andere Aspekte, die mit der Niyyah zu tun haben? Andere Aspekte, die mit der Niyyah zu tun haben, ist, dass ich wirklich dort stehe und eine bestimmte Ibadah durchführe. Das heißt, Tamyiz al-Ibadat ba'duha min ba'd, dass ich einige Ibadat von anderen unterscheide, oder dass ich die Adat von den Ibadat unterscheide. Zum Beispiel, du gehst ins Badezimmer und duschst dich. Das kann ein Rüssel sein, einfach um dich abzuduschen. Das ist halal. Oder dich abzukühlen. Oder es kann ein Duschen sein, um rein zu werden, um beten zu können, weil du beispielsweise Janaba hast, du hast gerade mit deiner Frau geschlafen. Das eine ist ein Duschen, was deine Janaba aufhebt. Das andere ist einfach ein Duschen. Beispiel. Du bist joggen gegangen. Du hast zum Beispiel Janaba gehabt und bist danach joggen gegangen. Jetzt kommst du nach Hause und duschst dich. Jetzt fällt dir danach ein, ach, ich habe gar nicht geduscht mit der Absicht, um Janaba aufzuhören. Ich habe geduscht mit der Absicht einfach zu duschen, weil ich gerade geschwitzt habe. Was heißt das? Wenn du beten willst, musst du nochmal duschen. Du hast nicht die Absicht gehabt, deinen Hadathul Akbar aufzuheben, deine große Unreinheit aufzuheben. Du kommst in die Moschee, das ist erstmal, dass man Brauch oder Dinge, die man täglich macht, unterscheidet von Ibadat. Die zweite Sache ist, dass man Ibadat, die ähnlich sind, voneinander unterscheidet. Zum Beispiel, du kommst in die Moschee und betest 2 Rakats. Diese 2 Rakats können Qada sein, dass du ein Gebet nachbetest. Diese 2 Rakats können Wajib sein. Gerade das Pflichtgebet, zum Beispiel zum Fächergebet, oder vielleicht hast du das das wäre dann Qada, wenn du das Fächergebet verschaffst. Oder es kann eine Sunna sein, Tahiyyatul Masjid. Das heißt, man muss genau die Niyyah haben, die man machen will. Und wo ist der Platz der Niyyah? Genau wie beim Ikhlas. Genau wie bei der Aufrichtigkeit. Es nützt nichts, wenn du sagst, ich mache diese Tat aufrichtig für Allah und du machst die Tat nicht aufrichtig für Allah. Der Platz der Niyyah ist wo? Im Herzen. Und genauso wird die Niyyah auch nicht ausgesprochen. Der Prophet ﷺ hat nicht gesagt, wenn du betest, dann sagst du erstmal das Gebet. Und
Sheikh Uthaymin, rahimallah, der erzählt eine Geschichte, die passiert ist im Haram in Mekka. Da war ein Mann und der stand dann zum Gebet und neben ihm war ein ganz normaler so Ami, ein ganz normaler Mann, der da einfach aufgewachsen ist und nicht viel Wissen hat von der Religion. Und dann fing er an zu sagen, ich bete, ich beabsichtige jetzt für das Angesicht von dir, O Allah, 4 Rakats Pflichtgebet von Dhuhr zu beten. Und der Mann steht daneben und sagt, du hast noch das Datum vergessen zu erwähnen. Allah weiß, also, du hast vergessen, Datum und Uhrzeit zu erwähnen. Weil Allah weiß ja sowieso, warum du dort stehst. Guck mal, ich bin einmal in Mekka, als ich im Studentenwohnheim war, sind wir morgens, kommt das Fächergebet, Adhan. Alle, nicht alle, aber die meisten stehen auf, um zur Moschee zu gehen, zum Fächergebet. Okay? In einem Studentenwohnheim. Einer aus, ich glaube aus Nigeria kam er. Er steht auf, geht ans Waschbecken, wäscht sich, Mund, erstmal Hände, Mund, Nase, dann wäscht er das Gesicht. Dann sagt er, oh, ich habe die Nia vergessen. Also er meint, er muss die Nia erstmal aussprechen. Ich sage, Bruder, guck mal, wir haben 5 Uhr morgens. Wofür gehst du denn jetzt ans Waschbecken und machst genau diese Bewegungen? Es ist doch klar, dass du sowieso schon die Nia in deinem Herzen hattest, jetzt Wudu zu machen, damit du gleich zum Gebet gehen kannst. Das heißt, der Platz der Nia ist was? Ist das Herz, nicht der Mund. Denn selbst wenn du es mit dem Mund aussprechen würdest, hast du aber im Herzen was anderes, ist die Tat falsch. Wenn du dich zum Beispiel versprochen hast. Und wenn du dich versprichst, aber hast die richtige Nia gehabt, ist es trotzdem gültig. Genau wie derjenige, der sagt, ich mache das aufrichtig für Allah, aber er macht es nicht aufrichtig für Allah. Seine Tat ist nicht akzeptiert. Jetzt kommt jemand mit, ja, der und der Gelehrte hat das gesagt. Dann sagen wir wieder was? Al-Haqqu bid-dalailihi la biqailihi. Die Wahrheit ist nach den Beweisen, nicht nach dem, der es sagt. Jetzt könnte jemand sagen, was ist mit Hajj? Labbaik Allahumma Hajjan, sagt man zum Beispiel ganz am Anfang. Hier sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, das ist wie Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, beim Gebet. Aber selbst wenn wir sagen würden, okay, du nennst hier die Nia, okay, wie oft hat der Prophet das im Hajj gemacht? Einmal. Und es wird überliefert. Wie oft hat der Prophet in all den Jahren gebetet? Weil Isra und Miraj wurde das Gebet 5-mal am Tag zur Pflicht gemacht. Und davor war es schon Pflicht für ihn, aber in der Nacht aber nicht die 5-mal im Gebet. Er hat so viele Gebete gemacht, warum wurde es nicht überliefert? Jetzt ein wichtiger Punkt, den ich noch erwähnen will, was die Nia angeht. Mit der richtigen Nia kann man die Adat, den Brauch, die Dinge, die man täglich macht, zu Ibadat machen. Deswegen sagt man, Adatu ala al-yaqadha Ibadat. Die Bräuche oder die alltäglichen Dinge, die al-yaqadha, die wach sind, die Bewusstsein haben, sind Ibadat. Und Ibadatu ala al-ghafla Adat. Und die gottlichen Taten von den Leuten, die ein Raffler sind, Raffler ist sozusagen Achtlosigkeit, ja? Sind Adat, sind Bräuche. Beispiel. Jemand isst. Essen ist halal. Aber du isst jetzt das Essen, damit du danach stark bist, um zum Tarawih-Gebet zu gehen und Energie hast. Ehrlich gesagt, ich habe eben einen Kaffee getrunken, um das Beispiel zu geben. Damit ich jetzt wach bin, und die Freitagspredigt geben kann. Ich habe gar nicht, obwohl ich eben jetzt nicht darüber nachgedacht, aber die Nia hatte ich ja im Herzen gehabt. So, das ist das Beispiel. Du kannst also Sachen, die alltäglich sind, kannst du zu einer Tat machen, wo du Hasanat bekommst, wo du normalerweise keine Hasanat bekommen würdest. Auf der anderen Seite kannst du eine Tat, die eine Ibadah ist, kannst du durch die falsche Nia zu einer, wie ich eben gesagt habe, wenn du es aus Angeberei machst, zu einer schlechten Tat machen.
Oder was kann passieren? Dass du keinen wirklichen Lohn davon hast. Und das ist sehr, sehr wichtig bei Tulabul Ilm. Bei Leuten, die zum Beispiel Wissen suchen. Als Beispiel. Du gehst jeden Tag in die Universität. Warum gehst du in die Universität? Okay, du hast die richtige Absicht gehabt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das kann man auf viele Beispiele kann man das anwenden. Taten, die man immer wieder wiederholt, werden schnell zu Angewohnheiten. Gute Taten, die man immer wieder wiederholt, werden schnell zu Angewohnheiten und man kriegt nicht mehr denselben Lohn. Deswegen muss man die Niyya, ist die Ihdaru Niyya machen, dass man die Niyya verinnerlicht. Jemand wohnt zum Beispiel neben der Moschee. Oder jemand ist Imam von der Moschee. Der Job, Imam zu sein, ist für ihn auf einmal ein Brauch geworden. Das ist für ihn normal. Der wohnt direkt neben der Moschee. Oder jemand ist Student in einer Universität. Die Wissenssuche gehört zu der besten Tat. Aber er geht dann nicht mehr zur Universität, weil er an den Hadith denkt, dass man bei Allah erwähnt wird, wenn man Wissen sucht, sondern er geht einfach dahin, weil es Angewohnheit geworden ist. Und deswegen, wenn ihr merkt, dass ihr eine gute Tat macht und die bei euch Angewohnheit geworden ist, denkt wieder an den Lohn, den man für die gute Tat bekommt. Denn das hilft uns, von diesem Problem wegzukommen. Dann gibt es noch einen Trick vom Satan, dass es bestimmte Sachen gibt, wo man denkt, die wären Ikhlas, Aufrichtigkeit, und dabei können die auch Hochmut sein. Zum Beispiel Tawadu. Tawadu heißt Bescheidenheit. Aber es kann sein, dass du bescheiden sein willst, und die Bescheidenheit zeigst und dann auf einmal zeigst du die Bescheidenheit, damit die Leute sagen, du bist bescheiden. Oder ein anderer Trick vom Scheitan, dass du eine Tat lässt, damit die Leute sagen, damit die Leute nicht sagen, oh, der macht das bestimmt aus Ria. Oh, ich schreibe besser nicht das Buch, sonst sagt nachher jemand, der macht das aus Augendienerei, der will nur groß. Dann hast du auch Augendienerei begangen, nur andersherum. Weil du hast es gelassen, damit die Leute nicht schlecht über dich denken. Oder der Scheitan kommt und bringt dich mit Waswas von einer schlechten Tat ab. Hey, du machst das bestimmt nicht für Allah. Was muss man in diesem Moment lassen? Natürlich ist es besser, eine Tat, wo man keine Aufrichtigkeit hat, zu lassen, als sie zu machen. Aber was ist die Lösung? Die Niyya erneuern. Wenn der Scheitan zu dir kommt und sagt, du machst das jetzt für Allah, dann musst du dir sagen, oh Allah, gib mir Aufrichtigkeit. Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fi qawli wal amal. Dann denkst du an die Belohnung, die man für die Tat bekommt, und dann machst du diese Tat. Ansonsten spielt der Scheitan mit dir. Jede gute Tat, die du machst, kommt er zu dir und sagt, ey, du machst das bestimmt, damit die Leute sagen, du gehst zum Freitagsgebet. Du machst das bestimmt, damit die Leute sagen, du bist ein guter, und dann machst du am Ende gar nichts mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah uns Ikhlas geben in unseren Taten, in unseren Worten. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Allahumma izzil islam muslimin wa akhthur shirk wa mushrikin wa dammi adda'aka adda'adin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم السلام